Das nenne ich mal eine Aussicht. Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Super Mario Sunshine. Ja, im letzten Part haben wir Münzen gesammelt und Scheins. Wir waren ordentlich fleißig, würde ich sagen. Wir haben ja zuallererst mal die ganzen Düsen geholt, die der gute Mario Morgana aka Bowser Jr. geklaut hat aus Piazza Delfino. Und ja, des Weiteren haben wir dann blaue Münzen gesammelt und das nicht zu knapp, würde ich sagen. Ich glaube, wir waren irgendwas bei 90, hat sich, glaube ich, den Part begonnen, den letzten, und haben dann insgesamt jetzt 104. Also das ist schon mal eine ordentliche Ausbeute. Ja, und wie ihr schon sehen könnt, das Sammeln der Münzen geht weiter und diesmal sind es keine blauen, es sind rote. Ja, aber ich denke mal, das sollte hier nicht ganz so schwer sein, weil die hier alle ziemlich auf einem Fleck sind. Ich sage aber euch schon mal gleich, falls ihr euch jetzt fragt in den Kommentaren oder so, warum sammelst du auch die 100 gelben ein? Nein, das tue ich erstmal noch nicht. Das mache ich, wie ich schon beim letzten Mal sagte, dann mit einem Gast und dann mit irgendeinem Thema oder so, weil ich glaube nicht, dass das dann noch wirklich spannend ist. Ich könnte es mir zumindest nicht vorstellen. So, da muss ich dahin. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt noch. Oh, sehr schön. Ja, darfst doch bitte springen, wenn ich dir sage, Mario. Es wäre mir sehr angenehm, wenn du dann springst. Boah. Also hier geht's ab, würde ich so sagen. So, wo ist denn jetzt hier noch eine? Also die sind ja ganz schön verstreut, wie ihr sehen könnt. Also ich glaube, da ist noch eine. Ich meine, da war da unten noch eine, dann haben wir 6. Mir fehlen noch 2. So, Nummer 5. Nummer 5. Gehen wir mal dahin zur Nummer. Oh, wehe. Boah, die haben mich jetzt runtergeschubst, ey. Boah, da wäre ich jetzt leicht. Würde ich leicht. So, komm her. So. Du schubst mich hier nicht runter. So weit kommt's hier noch. So. Dürfte wohl hier sein, irgendwo in der Mitte. Ah, ein Stückchen weiter. Boah. So, ich glaube dann... Warte mal, nee, doch, die eine... Ach, die eine ist da. Okay, dann haben wir alle. Dann haben wir alle... Hui. Ob ich die kriege? Hui. Nein, kriege ich natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, dass ich die schön im Fallen einsammeln kann. Aber gut. So, auf jeden Fall ging das dann doch recht schnell. Ich dachte, das würde mir mehr Ärger bereiten, hier diese roten Münzen zu sammeln. Aber das hat doch dann doch ganz gut gepasst, würde ich sagen. Und da oben ist dann die Schein. Ich hätte mir vielleicht dann doch meine Reihenfolge ein bisschen anders gestalten sollen, aber naja, gut. So, dann wird es jetzt erstmal für eine lange Zeit das gewesen sein, dass wir hier, in Baia Paradiso, nee, nicht Baia Paradiso, die Welt kommt noch. Ich meine natürlich, Monte Bianco gesehen haben. Bis wir sie zum nächsten Mal sehen werden, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, würde ich sagen. Dann wahrscheinlich wieder, wenn es dann, wenn wir die 100 gelbe Münzen sammeln und die dann wahrscheinlich die erste Welt sein wird, die wir dann komplett vervollständigen. Aber bis es soweit ist, wie gesagt, mache ich erstmal die anderen, weil das wird dann doch recht unspektakulär. Aber gut, damit hätten wir das erstmal. Was machen wir denn jetzt weiter? Das ist die Frage aller Fragen. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen erstmal mit ein bisschen mehr Action wieder weiter, da der letzte Part ja doch etwas unspektakulär war. Und deswegen gehen wir nach Parco Fortuna. Wobei, will ich da unbedingt hin? Ja, doch. Doch, ich will da hin. Ich werde aber keine blauen Münzen sammeln, auch wenn ich da noch ein paar offen habe. Das mache ich vielleicht im nächsten Part oder so. Stattdessen machen wir einen neuen Geschicklichkeitsparcours. Und es ist meiner Meinung nach der schwerste im Spiel, den wir jetzt spielen werden. Oder ist es der schwerste? Naja, gut, es gibt noch einen anderen, aber der ist mehr so ein bisschen vom Glück abhängig mehr. Das ist schon eher vom Skill abhängig, das Yoshi-Karussell. Es gibt noch einen, aber der ist auch zum Teil von Glück abhängig.
Aber gut, wir werden es ja gleich sehen. Übrigens ist euch vielleicht aufgefallen, bisher war es so, dass wir in den ungeraden oder in den geraden Kurszahlen immer hier die Action gemacht haben. Und in den ungeraden sind wir in den Park gegangen. Aber jetzt ist das Yoshi-Karussell der Kursnummer, das Kapitel Nummer 6 und wir gehen trotzdem hier rein. Ja, also hier hat man so ein bisschen die Reihenfolge jetzt, also umgedreht, sage ich jetzt mal. So, was will denn der gute Yoshi? So, er will eine Kokosnuss. Die sollten wir von so einer Palme bekommen. Von einer krassen Palme hier. Genau, da sollte doch eine sein hier. Oder ist da... Da ist eine, genau. Da ist der eine. Ach, da liegt ja sogar schon eine. Perfekt parat. Das ist doch schön. Dies ist doch sehr, sehr gut. Das ist so wunderbar, so wunderbar, so wunderbar, so glücklich und so fröhlich sind wir alle. Wobei, gleich werde ich nicht mehr glücklich sein. Das sage ich euch jetzt schon. Ja, das ist auch eine Frucht, obwohl es aussieht wie eine... naja, es sieht zum Teil aus wie etwas, was aus der Nase kommt und etwas schleimig ist, aber... mehr ins Detail will ich nicht gehen. Stattdessen werden wir jetzt hier richtig viel Spaß haben, sage ich euch jetzt schon. Wir werden hier richtig viel Spaß haben. Oh, ich habe so keinen... Ich will das nicht. Es ist so böse hier. Obwohl es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so böse aussieht. Mit den Sonnenblumen da im Hintergrund. Und den ganzen Plattformen hier, unter anderem auch diesen Yoshi-Blöcken. Aber ich sag euch, es ist eines der bösesten Level, die es gibt. Wenn man einmal einen falschen Sprung gesetzt hat, ist es sofort vorbei. Aber gut, ja gut, es ist eigentlich immer in diesen Geschicklichkeitspassagen. Aber die Sprünge zu timen, ist nicht gerade so angenehm, um das mal so zu sagen. Oder das muss gut getimed sein. Oder das will gut getimed sein. So, das klappt ja schon mal ganz gut. Wunderbar. Jetzt kommt aber eigentlich der schwierigere Teil, meiner Meinung nach. Weil wir hier zum einen wenig Platz haben zum Springen und zum anderen natürlich müssen wir das direkt schaffen. Beziehungsweise zumindest der hier. Ich habe immer meine Probleme mit dem. Boah, der wollte schon wieder losfahren tatsächlich. Also hätte ich eine Sekunde länger gezögert, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen. So, jetzt hier einen schönen Wandsprung machen und dann geht das hier los. Okay, klappt aber ganz gut. Nur das Problem ist hier, richtig springen kann man hier so gar nicht. Okay. Okay, ich werde das doch... Was bitte? Wie bitte? Ich schaffe das im ersten Versuch? Okay, ich hab nichts gesagt. Das ist die einfachste Schein von allen. Spaß. Aber jeder, der dieses Level gespielt hat, der weiß, dass das böse ist. Aber, ja, ich habe es im First Try geschafft. Ja, ich kann es halt. Nein, Spaß. Aber ich finde das jetzt schon ein bisschen krass. Ich hätte ich nicht mit gerechnet, um das mal so zu sagen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber okay. Gut. Dann jagen wir nochmal den krassen Mario Morgana. Weil der da auch nochmal wieder auf eine Jagd-Session will. Oh, mir fällt auch ein, aber ja gut, was aber böse wird, wenn die, die lila, jetzt fangen schon mit lila Münzen an. Nein, wir sind doch nicht in Galaxy. Ich meine natürlich die, roten Münzen, die wir auf Zeit dann da wieder sammeln müssen. Aber jetzt ist erstmal wieder der krasse Mario Morgana an der Reihe. Der gute alte Mario Morgana. Krieg dich schon noch. Irgendwann wirst auch du dein blaues Wunder erleben. Irgendwann. Ach, das war's schon. Na dann. Das wirst du dir merken, ja, ist klar. Der einfach nicht mal so gar nicht sieht. Selbst obwohl ich ihn noch anspritze, merkt er mich noch nicht mal. Oh mein Gott. Sind diese Elektro-Cooper schlau, haben einen hohen Intelligenzquotienten, muss man mal sagen. Muss man mal so sagen.
Gut, wie machen wir dann jetzt aber weiter? Die letzte Schein will ich ehrlich gesagt noch nicht machen. Nee. Okay, wir machen es so. Wir machen jetzt die krasseste Action von allen und gehen in eine neue Welt. Wir gehen in eine neue Welt. Und das wird eine richtig coole Schein, kann ich euch versichern. Eine Banane will der Yoshi. Wir brauchen nämlich Yoshi, um zu dieser Welt zu gelangen. Zumindest zum ersten Mal hier. Und zwar wird das eventuell ein richtig anspruchsvoll. Das ist eine der anspruchsvolleren Scheins, würde ich sagen. Und eine der actionreichsten. Aber ich habe irgendwie Bock drauf auf die. Auch wenn ich sie früher als Kind richtig, richtig böse fand, um das mal so zu sagen. So, das Geheimnis, oder wohin ich will, ist diese Ananas hier, die in diesem Haus steckt. Die Yoshi natürlich essen kann und wir damit in diese Röhre rein können. Und das ist das Tor zu einer neuen Welt, nämlich Lido Sirena. Und es geht in Kapitel 1, Magische Mantas. Hört sich auf jeden Fall schon auf den ersten Blick sehr scary an. Und ja, das ist auch zum Teil. Auf jeden Fall wird es ein bisschen spacey, um das mal so zu sagen. Ach, ist die hier noch nicht? Ah, okay, dann nicht. Ich weiß, dass hier nämlich auch noch eine blaue, dass es da noch eine blaue Münze gibt, aber noch nicht. Aber von den beiden bekomme ich eine. So viel weiß ich noch in meiner Kenntnis. Die restlichen hole ich mir ein anderes Mal. Du hast mich gerettet, danke, mein Kamerad. Nichts zu danken. Ich könnte auch eigentlich auf Fortfahren machen. Vielen Dank, Mario, dass du mich gerettet. Ich frage mich, wo er seinen Namen weiß. Aber okay, soll mir recht sein. Soll mir recht sein. So, jetzt geht die Action aber ab, versichere ich euch. Jetzt geht die Action ab. Und zwar so richtig geht die Action ab. So, ich mache hier aber noch ein bisschen sauber vorher. Und ich versichere euch, in diesen Schein wollt ihr im Übrigen nicht rein, weil der ist elektrisch geladen und so einen schönen Spannungsaustausch von 3000 Volt oder so ist nicht so ganz gesund. Aber okay, dann hören wir mal an, was hier so abgeht. Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fähig aus. Hör zu, alles hat am Mittag angefangen. Dieses Manta-Ding tauchte auf. Es war hauchdünn, wie ein schwebender Schatten. Es bedeckte das Hotelfundament. Diesem Elektroschleim. Dann, oh nein, mein schönes Hotel. Das arme Gebäude. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf. Aber wo ist mein Hotel? Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... Ah, es kommt zurück. Das Ende ist nah, unternimm etwas. Okay. Alles klar, das war ja mal eine interessante Aktion. Und wie immer die ganzen Leute weg sind, haben schnell das Weite gesucht, wie mir scheint, und lassen mich alleine. Oder lassen uns hier alleine, ja, das soll sein. Genau, und ihr seht auch schon, wie wir dieses Ding besiegen und klein kriegen. Natürlich mit Wasser, wer hätte das geahnt? Ich glaube, das hat ihr nicht für möglich gehalten, ne? Ich glaube, damit habe ich jetzt echt einen rausgehauen. Darauf wäre nämlich nie in eurem Leben gekommen, dass wir hier mit Wasser wieder mal agieren müssen. Also ich glaube echt, das ist die Meldung des Jahrtausends. Wir besiegen Mantas mit Wasser. Wer hätte das gedacht? Wobei es eher Schatten-Mantas sind. Oh, das läuft wieder ziemlich gut, muss ich sagen. Aber die engen mich hier ein bisschen ein gerade. Die engen mich hier so gerade ein bisschen ein. Boah, läuft aber ziemlich gut hier. Würde ich so sagen. Ah, sind aber ein bisschen aggressiv, die Viecher. Aber die werden noch aggressiver. Aber das läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Also, nicht so in Erinnerung tatsächlich, dass das so gut läuft. Aber wo wollt ihr hin? Ich krieg euch alle. Ich kriege euch alle. Das Einzige, worauf ich eher mehr achten muss, ist mein Wasserstand. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass die Kleinen irgendwie auch von mir weghauen momentan noch. Ich glaube, das liegt noch daran, dass ich noch nicht alle klein gemacht habe. Da gibt es noch irgendwo einen großen... Wenn alle klein sind, dann stürmen sie auf einen zu. Wo ist denn da jetzt? Da ist noch ein großer. Ah, jetzt. Jetzt sind sie nämlich rot und jetzt jetzt verfolgen sie mich. Oder jetzt sitzen sie aggressiv drauf und wollen mir ans Leder.
Ihr seid doch auch nur ein paar Schatten. Als ob ich vor euch Angst habe. Ihr seid doch auch nur ein paar kleine Schatten. Oh, ich habe ihn getroffen, aber der trifft mich auch noch. Alles klar. Oh, ich weiß noch, als Kind, ey, ich hatte es früher echt so, ich fand das so krass damals. Aber mittlerweile muss ich auch sagen, also ich merke sehr, wie viel, wenn man im Leben erreift, dass vieles im Leben einfacher wird. Vor allem ist der letzte, ne? Durch den ich mich nochmal treffen lasse. Aber das war tatsächlich der letzte. Ja. Also, ich weiß nicht. Das waren jetzt eine Angelegenheit von 2 Minuten? 2 bis 3 Minuten vielleicht. Wenn überhaupt. Muss ich mal im Video schauen, wie lange ich da jetzt an dem Ding war. Es dürfte nicht lange gewesen sein. Ich find's aber gut. Und damit hätten wir eine weitere Schein. Ach komm, ich glaube, eine könnten wir noch machen, ne? Könnten wir noch eine machen? Ich überlege gerade. Was ist denn die? Die nächste. Ja, wobei, die dürfte eigentlich gehen. Aber das ist auch wieder so ein bisschen, na, das ist, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Oder wir machen noch eine geheime in Piazza Delfino. Ich glaube, ja, wir machen das so. Wir machen noch eine geheime in Piazza Delfino. Aber ich muss mal überlegen, welche ich da mache. Ich glaube, mir fällt noch eine gute ein, die man machen könnte. Und zwar werden wir zum Schluss noch einen Vogel besiegen, nochmal. Und wir werden das nicht für eine blaue Münze machen, sondern für einen Schein tatsächlich. Aber wir werden das gleich sehen. Auf jeden Fall erstmal, ihr seht es ja schon, dieser blaue Vogel ist es nämlich. Ich erlitt Schiffbruch und wurde hier vor 3 Jahren angespült. Ich träumte von anderen Stränden, aber ich kann nicht schwimmen. Ich habe diese kleine Insel noch nie verlassen. Das ist traurig. Alles klar. Oh, hi Vögelchen. Hi, kleines Vögelchen. So. Den letzten Vogel killen wir hier noch. Und dann würde ich sagen, haben wir eine Menge auch hier in diesem Part geschafft. Und da gibt es schon die Scheine. Die natürlich ganz da hinten ist. Und vor allen Dingen freue ich mich da gleich schon dahin zu schwimmen. Weil ich will das jetzt so schaffen, ohne die Raketen, ohne die Turbodüse. Wahrscheinlich kann ich mir das wahrscheinlich schenken, weil ich glaube, dass ich nicht mit dem, mit so einem Wirbelsprung da die ganzen nachkommen. Nee, bevor ich da zu lange dran sitze, hole ich mir schnell die Schwebedüse, weil sonst sitze ich da, glaube ich, noch Jahre dran. Sonst sitze ich da, glaube ich, noch Jahre dran. So. Geht ja auch recht fix. Aber dann würde ich schon mal sagen, ich hoffe, dass euch dann auch wieder dieser Part gefallen hat. Ich denke mal, der war ein bisschen spannender als der letzte. Vor allen Dingen jetzt mit diesem furiosen Finale gegen die, ach, jetzt machst du den, ne? Gerade eben machst du ihn nicht und jetzt machst du den. Ich will das aber jetzt erstmal so schaffen. Einmal will ich das versuchen, ohne. Ob ich damit... nee, hätte nicht geklappt. Na, egal. Egal, wir haben die Scheine und der Rest ist super. Gut, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Part von Super Mario Sunshine. Bis dann und tschüss, euer Jake.